Willkommen zurück, Freunde der gepflegten Kraftsportunterhaltung. Ich befinde mich hier mit dem Heinz Olesch in Rosenheim auf der 9. Tattoo Convention in Rosenheim. Ne? Wir haben heute einen kleinen Showauftritt hier geplant mit, wie viel sind es, 3 oder 4 Disziplinen? 3 Showacts, wo wir das Publikum mit einbinden. Schauen wir mal, ob die Jungs auch eine Kraft haben und nicht nur Tätowierungen. Und der Heinz ist ja genauso wie ich ein Reinhäuter. Ne? So schaut's aus. Wir sind jungfräulich, der Nadel. Würde auch nichts bringen bei unserer Behaarung. Genau, das wird zuwuchern und danach sieht man nichts mehr. Also von den 4 Disziplinen haben wir einmal Adlerstone. Ich lege den immer höher und höher. Der deutsche Rekord, hast du gesagt, liegt bei. Jetzt haben wir Reinhard nicht gefragt, aber um die 2 Meter. Um die 2 Meter. Also ganz schön hoch. Ja, dann werden wir versuchen, den ein bisschen höher zu legen. Also so hoch ungefähr. dann haben wir noch, was haben wir, Bierfass. Also mit Wasser gefüllt, das haben wir dann 50 Kilo oder 55? Ja, so 60 Kilo knapp, als fast genau. Um die 10. Ja. Da werden wir dann 3 Leute aus dem Publikum holen. Die 3 Jungs haben zusammen 1 Minute Zeit, so oft es geht, das Fass über Kopf zu stemmen. Danach habe ich 1 Minute Zeit und muss mehr Wiederholungen machen wie die Jungs. Dann bauen wir noch einen Yoke auf, beladen den mit Frauen. Versuchen wir auch ein bisschen was maximal am deutschen Rekord zu erhöhen. Und dann haben wir noch einen knapp 90 Kilo Kurzhantel. Dumbbell, genau. Die dann über Kopf gestemmt wird und das Publikum kann versuchen, sie einhändig vom Boden wegzuheben. Genau. Da ist der Heinz ja sehr stark mit seiner Griffkraft. Ich nicht so dolle. Ne? Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, genau. Und dann holen wir auch Leute aus dem Publikum, die dann versuchen, die mit einem deiner Hand anzuheben. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen jetzt da rein und rocken die Show. Und ihr kommt mit. Was der Heinz jetzt im Hintergrund macht, er packt die Europaletten mit einem Zugurt fest, weil das die Starthöhe ist für den 130 Kilo Adlerstone. Und dann packen wir um Palette und Palette, Palette immer weiter nach oben, bis wir irgendwann mal über die 2 Meter kommen. Und dann ist diese Disziplin auch gerockt. Los geht's. Ja. So, und Dennis konzentriert sich jetzt und hat jetzt hier einen Turm vor sich von 1,80 Meter. Natürlich könnt ihr auch den Dennis anfeuern. Und zurück. Oben bitte. 1,95. Und los geht's. Und Applaus. Auf, jawohl, 1,95. Wie Dennis eben schon gesagt hat, wir brauchen ein paar Damen. Applaus für die beiden jungen Damen. Und ihr dürft den Dennis gerne anfeuern mit etwas Applaus. Jawohl, super. Und feuern ihn mal ordentlich an. Und so, Freunde, 2 Disziplinen sind rum, oder 2 Show-Acts, sage ich jetzt mal. Die erste Runde war der Adlerstone, 130 Kilo auf Höhe. Würde ich sagen, war erfolgreich. Und die zweite Disziplin mit dem Yoke-Lift, den habt ihr gerade gesehen. Mit den netten Damen auf dem Yoke waren anfangs etwas verängstigt, Heinz. Ne? Ja, aber das ist immer so. Also die Leute zu überzeugen, dass selber aktiv was machen, ist immer sehr, sehr schwer. Am liebsten haben sie es einfach nur aus dem Hintergrund zuschauen. Sich berieseln lassen. Ja, ne? Ja, aber sie im Endeffekt sind sie alle aufgetaut, ja, haben sich dann getraut. Man musste sich halt aus der Menge rauspicken, die Damen. Ja. Und es war erfolgreich, war toll. Aber man sieht auf jeden Fall, ich meine, es sind ja verschiedenste Shows auf der Bühne. Aber wenn wir anfangen, dann wird es gleich voll. Die Leute bleiben stehen und sie sind neugierig. Genau. Und das ist ja immer ein gutes Zeichen dafür, dass die Leute das interessiert. Ja. Weil es wäre ja schlimm, wenn wir was vorführen und es geht jedem am Arsch vorbei. Aber es ist immer noch, die Leute fasziniert so Sachen, ja, auf jeden Fall nach wie vor. Ja, Kraft hat ja schon immer fasziniert, so von Anbeginn an. Ja. Und aus Grund dessen möchte Heinz und ich euch was sagen, euch was vermitteln. Dass wenn ihr Bock habt auf so eine Show, sei es drum irgendwie im geschäftlichen Rahmen, im privaten Rahmen,
was gibt es da so? Polterabende oder komplett egal. Ich meine, wir haben es auf Firmenfeste oder sagen wir mal auch bei Autohäusern, bei egal wo, haben wir ja schon neue Wettkämpfe gemacht, auf Messen etc. Und so im kleinen Rahmen kann man natürlich auch so Show-X mit einbauen. Also, wenn ihr irgendwas habt, meldet euch beim Heinz. Also, die Links, also wo ihr uns findet auf Instagram oder Facebook, stehen alle unten in der Beschreibung drin. Fühlt euch frei, uns anzuschreiben, fragt nach. Dann stellt man euch ein Paket zusammen, je nachdem, wie viele Stunden das... Ja, wie es meist ist natürlich immer Anfahrtszeit, ist sehr weit weg, müsst ihr über Nacht bleiben, aber das ist immer individuell. Genau, das kriegt man hin. Also meldet euch, wir haben Bock drauf, wir hoffen, ihr auch. Und jetzt geht's weiter. Strongman-Sport. Genau. Und ich denke, man darf wir auch applaudieren. Kilo. Wer will es probieren? Die Kleinen sind ja die mutigsten. Also, ich würde auch, ich glaube, ich darf auch beide nehmen. Und mit dem Applaus geht das noch besser. So, und jetzt und auf. Ja, das geht. Ah, das sieht aus, als macht es jeden Tag. Super Leistung. So, und der nächste. Und ein bisschen anfeuern. Na, das ist doch. Das. Ja, kein schlechter Versuch. Noch nicht abgesetzt. Er gibt nicht auf. Also, er ist zäh. Wird es noch was? Noch ein bisschen mehr Applaus zum Anfeuern. Aber eine beachtliche Leistung. Also, ich mache es einmal vor oder zweimal, damit ihr seht, wie das dann mit Wiederholung stattfindet. Drei Jungs aus dem Publikum. Da kriegt schon ein Herr von der Freundin Mut zugesprochen. Die drei Jungs haben zusammen eine Minute Zeit, machen dann so viele Wiederholungen, wie es geht. Und ich muss dann allein in einer Minute das komplette Ding überbieten oder ich werde verlieren. So geht das. So macht man das, ne? Und drei Herren brauchen wir, die sich abwechseln dürfen und die jetzt innerhalb einer Minute eine Vorgabe schaffen. Also eine Messlatte an Wiederholungen. So, da haben wir schon mal den ersten, ne? Also was die Kleinen hier können, das werdet ihr doch wohl auch hinkriegen. Ein haben wir, zwei braucht man noch. Einmal ein bisschen mitmachen, na also. So. So geht es. Und ihr dürft euch abwechseln, wenn Ermüdungserscheinungen einsetzen sollten. So, und eins, und zwei, da geht noch was, und Nummer drei, jawohl, das waren jetzt 25 Sekunden. Halbe Minute habt ihr noch. Weiter geht's. Und drücken nach oben. Hat gerade noch so leicht ausgesehen, ne? Trotzdem ein Applaus, saubere Leistung und weiter geht's. Das ist nicht so ganz einfach zu greifen. Ich gebe noch ein bisschen Tipps. Ich glaube, wir sind bei ungefähr drei Wiederholungen und einigen beherzten Versuchen. Geht da noch was? Und vier! Ja.
Und Fünfe. Aber sauber gestemmt. Ich muss in zwei Wochen weg, sonst kann ich nicht stellen. Okay. Aber ihr zählt laut mit, oder? Jetzt schauen wir mal. Wir zählen mit. Und los geht's. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht, neun, zehn, elf, zwölf, 14, 15. Das ist doch also eine reife Leistung. 15 Stück, als ob es nichts wäre. Da kann sich jeder dran versuchen. Die Frauen haben letzte Woche 40 Kilo gehoben. Okay, 65 Kilo. Na also, geht schon. Ja, holla, so macht man das. Sauber. Für euch hier alle überhaupt kein Problem. 72,5. Ein paar Kilo mehr. Und schon ist das Ding wie am Boden festgemietet. Ja. 92,5 Kilo und mit Unterstützung des Publikums auf! So, das war heute der Tag hier auf der Tattoo Convention in Rosenheim. Ich muss sagen, dass wir das erste Mal auf einer Tattoo Convention waren, war es ganz gut. Ja. Habe jetzt auch gerade mit dem Veranstalter gesprochen, der ist sehr zufrieden. Er hat gesagt, super, und so soll es eigentlich sein. Für mich ist wichtig, ist der Veranstalter zufrieden, sind die Leute, die das Ganze in die Wege geleitet hat, zufrieden, weil für die muss ja eine Bereicherung sein für ihr Event, für ihre Messe, für einen Messestand oder was auch immer. Und die Leute sollen nach Hause gehen und haben gesagt, okay, da haben wir was gesehen, das haben wir noch nie gesehen. Und das ist wichtig und die erste Resonanz jetzt gerade war, dass sehr gut war und das freut uns natürlich. Ja, es gab auch ein paar Überraschungen. Anfangs waren sie recht zögerlich, die Leute. Ja. Aber jetzt gegen Ende hin beim Handshake. Handkraft. Da gab es einen Kandidat. Was hat er gesagt? Was macht er beruflich? Der ist ein Möbelpacker. Er hat gesagt, er muss anpacken, aber man hat Zähne, hat sehr große Hände, was natürlich ein Vorteil ist. Ja. Wenn man die dementsprechende Unterarmkraft dann noch hat. Bierfass war auch toll, da waren sie auch ein bisschen zögerlich, die Jungs. Ja, aber man sieht ja immer, wenn es dann vorbei ist, dann kommen sie. Dann kommt einer, der hat es locker gestemmt, hat aber zugeschaut, hat sich nicht getraut. Ja. Deshalb meistens so auf solche Dinge, wenn die Leute selber mitmachen wollen, ist halt immer ein bisschen schwierig, aber es geht trotzdem. Ich finde halt, es ist schön zu sehen, wenn sich jemand zuerst sträubt, dann wird er quasi gezwungen. Ja. Und dass auch mal Leute, normale Leute, ein bisschen Blut lecken für den Sport, weil es ist nicht unmöglich, diesen Sport zu machen. Ja. Also viele Kandidaten, die mich auch anschreiben und sagen, Dennis, bin ich dafür geeignet? Ich bin 1,90 Meter groß, habe jetzt 98 Kilo, bin ich geeignet? Ja. Warum nicht? Also man sieht hier, Blut lecken, angreifen, auf die Wettkämpfe kommen hier in Deutschland, auf die Total Newcomer oder wenn man auch schon zu stark ist, mit der zweiten Liga starten. Ja. Und wie gesagt, wer Bock hat, auch auf so eine kleine Show, der schreibt mich an oder den Heinz an. Die Links und die Beschreibung sind alle unten drin. Und dann würde man sagen, verabschieden wir uns. Jetzt müssen wir noch so YouTube obligatorisch was sagen. Echt, gibt's da was? Ja, ja, verteilt es, liked es, abonniert es, zeigt euren Schichtführer, der Großmutter. Dass es halt schön viral geht, ne? So ist es. Es ist die heutige Zeit und ohne das geht es nicht mehr. Genau. Sogar in meinem Alter. Dann verabschieden wir uns. Der Heinz ist heute zum ersten Mal live gegangen über seinen Channel auf Facebook. Ja, weil Martina nicht dabei war. Weltpremiere. Und dann sagen wir jetzt Tschüss. Macht es gut. Ciao. Servus.